Weltweit wird immer mehr gehackt und das nicht nur im positiven Sinne. Es werden immer mehr Daten online gestellt, sodass sie ja, wie wir wissen, die Online-Daten können nun mal leider auch gehackt werden. Und deswegen wollten wir diese ganze Entschlüsselung um ein Vielfaches erschweren. Deswegen haben wir dann eine Verbindung aus einem physischen und einem digitalen Schlüssel gebaut, der eben das erschweren soll. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation über unser Projekt, den USB-Key. Wir, die Entwickler dahinter, sind Matteo, Noah, Peter, Nico, Julian, Finn und ich, Jakob. Stellt sich natürlich die Frage, wofür ist dieser USB-Key eigentlich gut? Naja, wenn man die Dateien ganz normal auf seinem PC hat, dann ist es ziemlich einfach für einen Hacker, diese Dateien zu klauen. Und deswegen haben wir den USB-Key entwickelt. Denn wenn man unseren USB-Key benutzt, um die Dateien zu verschlüsseln, dann ist es ziemlich unmöglich für einen Hacker an die Dateien zu kommen, ohne bei dir zu Hause einzubrechen und den USB-Stick zu klauen. Und wenn man das Programm dann benutzt und eine Datei verschlüsselt, muss man ein Passwort eingeben. Das speichern wir natürlich nicht im Klartext, sondern in einem sogenannten Salt-Hash. Erstmal ein Hash ist ein Verfahren, um Passwörter zu speichern, so damit man sie nicht zurückrechnen kann. Jedoch gibt es im Internet sogenannte Rainbow Tables, wo man die meistgenutzten Passwörter schon mit den passenden Hashes dazu nachlesen kann. Und so kann man dann leider auch die meistgenutzten Passwörter nachschlagen und hat das Passwort dann wieder. Das haben wir verhindert, dadurch, dass wir den Hash salzen. Das heißt, dass wir an das Passwort noch einen Anhang anhängen, somit, damit es das Passwort in Tabellen nicht so gibt und das Hacken erschwert. Wir starten erstmal unten auf der Grafik und zwar wird da das Passwort mit dem Salt zusammengefasst. Aus diesem mit Salt und Passwort, das wird dann zu einem Schlüssel umgewandelt. Mit diesem Schlüssel wird dann der Hauptschlüssel, der gespeichert ist auf dem USB-Stick, entschlüsselt. Und dieser Hauptschlüssel entschlüsselt dann die Daten und das Programm auf dem USB-Stick und gibt die sozusagen frei. Und diese Daten können dann eine Datei auf dem Computer dekodieren oder kodieren, eben wie man es will. So, jetzt haben wir auch noch eine Demo. Hier haben wir den USB-Stick mit dem Programm und einem Schlüssel. Jetzt öffnen wir den USB-Stick und starten das Programm. So, jetzt geben wir ein Passwort ein, das wir halt wählen wollen, um den Hauptschlüssel zu entschlüsseln oder zu verschlüsseln. Hier unten haben wir auch schon unsere Nachricht offen. Das ist einfach ein File, in dem halt Sachen drinstehen, die wir verschlüsseln wollen. Jetzt wählen wir diesen File aus. Und die Daten wurden verschlüsselt, erfolgreich. Jetzt sehen wir auch noch, das was da drin steht, das kann man jetzt unmöglich wieder umformen in Klartext, ohne das Passwort und den USB-Stick. So, jetzt entschlüsseln wir die wieder. Und das war auch wieder erfolgreich. Und jetzt haben wir wieder unsere Daten. Zum Schluss wollten wir uns nochmal bei einigen Leuten bedanken. Zuerst natürlich wollten wir uns bei dem Team von Jugendbehack bedanken, um überhaupt jetzt diese Location und dieses tolle Event zu bekommen. Und vor allem bei unseren beiden Mentoren, die uns enorm weitergeholfen haben und ohne die unser Projekt auch nicht funktioniert hätte. Und zum Schluss wollen wir uns bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Das Projekt ist auch auf GitHub zur Verfügung gestellt. Unter dem Jugendhack-GitHub findet man das. Vielen, vielen Dank, Finn, Peter, Noah, Matteo, Nico, Julian und Jakob.